Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Sim Airport. Und wir haben das letzte Mal diesen schnieken Airport gebaut. Klein, aber fein. Noch kein Boden, das kommt später. Und haben uns darum bemüht, dass wir jetzt im späteren Verlauf, ich lösche mal die ganzen Planungen, im späteren Verlauf jetzt so weit gehen, dass wir Flüge ordnen. So uns um die Firmen kümmern. Das heißt, wir haben hier oben die Airline. Wir haben 51% Airline Interest. Und das sind die Airlines, die Bock auf uns haben. So, am meisten Bock hat auf uns Aerostar und Aerotime. Die gehören, denke ich, zur gleichen unteren Fluggesellschaft. Und dann haben wir Scheduled, also sprich unser Timeplaner, wann wir wo was wie am Gate holen. Das ist nämlich nur Gate 1, extra large. Ne? Jetzt klicken wir hier auf die Airline und sehen, Aerostar bietet uns Boeing 777 am Morgen. Können wir noch nicht? Da brauchen wir einen passenden Runway. Die sind nämlich zu groß, die beiden. Das heißt, wir haben nur die Embraer 195, die ist etwas kleiner. Oh, jetzt habe ich. So. Dann gucken wir, was die Aero Time uns bietet. Haben die irgendwelche Morgenflüge? Nein, haben sie nicht. Und die Afford Air, die hat Morningflüge. 737 am Morgen, eine große. Die nehmen wir, die akzeptieren wir auch gleich und setzen die auf morgens 4 Uhr. Gleich ganz früh. Dann haben wir eine 767, auch ziemlich groß. Die accepten wir auch mal und packen die auf 9 Uhr. Das können wir alles noch verlegen dann. Wir haben Afternoon von der gleichen Fluggesellschaft, das nehmen wir auch. Das packen wir dann hier hin, sodass wir dazwischen immer so 3 Stunden haben. Und jetzt gehen wir in Richtung Abend. Und da nehmen wir nichts von dieser Airline, sondern nehmen dann die Aero Time. Und da haben wir Overnight kleinere Flüge. Pacific Airline in der Nacht. Ein Airbus A320 150 Passagiere. Nehmen wir. Packen wir 19 Uhr. So, das sind die Flüge, die wir mit diesem Gate erstmal jetzt planen. Hier sehen wir unter Status, dass heute noch nichts ist. Wenn ich jetzt auf Tomorrow gehe, stehen sie drin. Das heißt, 4 Uhr morgens haben wir die erste Maschine, die kommt. Und schauen wir einfach mal, wie wir die dann abfertigen. Wir lassen den Boden komplett so. Wir machen noch keine weiteren Ausgaben. Und ich hoffe, das funktioniert dann auch alles. Um zu schauen, ob alles funktioniert, können wir uns die Sektoren angucken. Und die Sektoren sagen uns, das klappt. Wir haben hier den Ticketsektor. Der steht zwar als secure, aber ist er im Grunde nicht. Dann haben wir Indoors, non-secure. Das ist der normale Bereich. Da könnte man auch irgendwann einen Indoor-Bereich bauen, wo man Essen verkauft und sonst was. Dann gibt es den Indoor-Secure-Bereich dahinter. Der führt in den Sektor für Check-In. Der ist auch Sicherheitsbereich. Hier unten haben wir den abgetrennten zum Baggage-Claim. Das heißt, das sollte alles funktionieren. Und das ist auch alles ein Security-Bereich. So, und mit dieser Einsicht spule ich jetzt mal vor. Und dann schauen wir mal, was morgens um 4 uns so erwartet. Also bis dahin. Und so, da haben wir auch gleich schon 1 Uhr. Und bevor es jetzt weitergeht, möchte ich euch mal kurz was erklären. Denn das Wichtige ist, wir haben ja noch keine Leute in den Büros. Wir haben derzeit reine Ausgaben. Wir nehmen ein durch die Runway-Benutzung, die Benutzung der Gates und auch der einzelnen Fluggäste, die jetzt hier schon reinkommen. Ich lasse mal diesen Ticketbereich dastehen. Hier sind sie schon mit den ganzen Koffern. Einige checken hier manuell ein, nehmen nur Handgepäck mit, gehen durch den Bereich vom Passcheck. Security. Dann piepen hier die Koffer durch in den Schalen. Und dann geht es durch den Metalldetektor und meistens ist alles gut. Manchmal werden die Leute zurückgeschickt. Das ist recht witzig. Im Moment ist aber noch alles schick. So, was wir machen müssen, ich gehe mal hier neben, dann könnt ihr das so oder so beides zusammen sehen. Ich habe hier die Research-Sache geöffnet. Wir müssen nämlich den Finanzbereich erforschen. Der ermöglicht uns das erste Einstellen eines CFOs, der sich um die Finanzen kümmert. Und nach dem Finanzen können wir nämlich dann Pricing aktivieren. Und Pricing ermöglicht uns, dass wir den Preis für die Airlines, die jetzt nach und nach schneiden, dass das hier gut geht, erhöhen können. Dann machen wir richtig, richtig Kohle. Die Forschung lassen wir laufen. Ihr seht, 1%, das dauert. Aber wir wollen jetzt mal einfach mal ein bisschen den Leuten zugucken, wie die das hier annehmen. Im Moment haben wir eine Zufriedenheit von 97%. Soweit ist hier alles gut. Wir haben ein paar Sachen, finde ich aber jetzt schon raus, die uns noch fehlen. Das heißt, wir können mal auf Komfort gehen. Wir haben hier zum Beispiel keine Mülleimer.
die müssen hier mal hin. Und hier. So. Dann haben wir keine Getränke und keine Flight Information. Das ist ganz wichtig, sehe ich gerade. Mensch, eine Fluginformation. Hier kommen die Leute raus, dann können sie hier gleich auf den Monitor gucken und sich orientieren. Dann geht das alles schneller und dann irren sie nicht umher wie die Verrückten. So. Ich möchte aber mal gucken, die Leute wollen hier ja bestimmt vielleicht mal was trinken. Dann können sie sich hier bei einem Drinking-Automat was holen. Und früher oder später können wir auch mal einen Café bauen. Das wird richtig interessant. So, was ist das hier? Schauen wir mal. Make passengers happy while earning new transaction electronics vendings. Das sind kleinere Möglichkeiten, das einzukaufen. Das packen wir mal hier in die Toilette. Nee, das ist gut. Nee, das lassen wir auch erstmal noch. Erstmal bleiben wir so. So, was sehen wir? Wir sehen auf jeden Fall, dass hier ordentlich jetzt gewartet wird und die Maschine ist noch nicht da. Wir erwarten die Maschine von Ford Air 3114. Das ist ein B737. Boeing 737, das ist recht groß. Erwarten wir, dass die um 4 Uhr hier gleich landet, in einer Stunde. Ja, da bin ich mal gespannt. Der Wartebereich ist schon ziemlich voll, aber es lichtet sich langsam. Also ich hoffe, der Wartebereich für das Gate reicht. Mehr möchte ich eigentlich für Gates nicht bauen. Also die Leute können rausgucken, ist schön. Den Leuten geht's gut. Hier kommen jetzt Arbeitskräfte, die kannst kurz die Mülleimer bringen. Security-Bereich funktioniert auch gut. Das heißt, hier musste ich kann auch Warte reinbauen. Aber die, haben wir ja gesehen, funktionierten gerade. Das können wir aber nachträglich noch machen. Dann würde ich hier so eine Warteschlange ziehen. Das können wir eigentlich jetzt machen. Also wenn die Leute hier reinkommen. Dann machen wir das am besten. Sollen die so? Nee. Nee, dazu müssten wir die Tür ändern. Dazu müssten wir die Tür ändern und diese Leute ein zurücksetzen. Wir lassen es erstmal so. Es hat ja funktioniert ohne Warteschlange. Das, war wunderbar. Also notfalls erweitern wir den Security-Bereich für eine Warteschlange davor. Das ist dann eine kleine Umbaumaßnahme. Ihr könnt auch vor den Ticketschaltern eine Warteschlange bauen zum Einchecken. Aber ich mache das jetzt einfach mal alles ohne Warteschlange. So, wir haben es jetzt 3:30. Die Maschine ist im Anflug, im Landeanflug. Das ist oft eine halbe Stunde, bevor man an einen Flughafen kommt. Das ist regulär so. Und jetzt erwarten wir sie. Wir hören sie schon. Da ist sie gelandet. Kam nicht rechtzeitig, entschuldigt. Hier ist sie. Die Ford Air Boeing 737 mit 31 Passagieren an Bord. Ist im Moment nicht verspätet. Alles ist gut. Hat kein Gepäck geladen. Und ist im Boarding. Also nicht im Boarding, sondern eigentlich ist sie... Ja gut. Boarding beginnt, sobald das Gate offen ist. Boardingzeit meistens 45 Minuten. So, das Ding hier, auch als Info, nennt sich Finger. Das ist der Finger des Flughafens, des Gates. Je größer die Gates werden, desto eher ist es auch mal wahrscheinlich, dass man sogar zwei Finger in der Realität am Gate hat. Das könnt ihr euch in Frankfurt anschauen zum Beispiel. Und hier kommen sie jetzt alle raus. Die Menschen werden jetzt hier rumgeleitet und gehen hier zum Baggage Claim. Und werden anschließend vom Bus abgeholt. Das heißt, eigentlich könnte ich diesen Drop-Off-Bereich, weil hier gehen jetzt Leute raus, wie ihr seht, und gehen hier wieder rein. Die Zones, den Drop-Off, den würde ich sehr, sehr gerne verlegen. Schauen wir das mal, dass wir den... Can't create more than one Drop-Off-Zone. Okay, da müssen wir warten, bis wir nicht so viele Passagiere hier haben. So. Das Gate, also der Flieger wird jetzt gewaschen, geputzt, ne, innen drin. Dann wird gleich aufgemacht und wir sehen, die Leute stehen auch hinter den, dem Personal für Check-in. Das ist natürlich nicht sehr, sehr gut. Ja, jetzt wird eingecheckt, aber ihr seht, es geht allen damit soweit ganz gut. Die checken ein. Viele haben es auch vorher schon gemacht. Die müssen dann noch kurz einmal durch, zeigen ihr Ticket vor. Und den Pass und los geht's. Und dann sind auch alle drin. Gepäck von den Leuten wird nachgefahren, weil wir derzeit noch keine Gepäckbänder gebaut haben, die dorthin führen. Das können wir auch.
Aber jetzt noch nicht. So. Das hat soweit alles funktioniert. Wir gucken mal, hat uns das irgendwas gebracht? Ich denke nicht. Nicht so viel Einnahmen auf jeden Fall. Und der Research ist auf 30% der Zeit für Finanzen. So. Wir haben hier wieder Personal. Das heißt, das liegt daran, dass die nächste Maschine nämlich um 9 Uhr kommt. Das heißt, wir lassen die jetzt hier mal raus. Und wegfliegt sie. Gut. Das haben wir gut gehandelt. Flughafen ist gerade clean, ist gerade frei. Wir haben es noch nicht mal 6 Uhr. Die Maschine kam super raus. Alles schick. So, und jetzt gucken wir, ob wir kurz eine Umbaumaßnahme bezüglich des Sicherheitsbereichs kurz machen können. Das heißt, wir müssten den ID-Check, den können wir da lassen. Eigentlich muss der hier nur weg. Die Bänke müssen wir mal abbauen. Die Tür auch. Die Wände clearen. Jetzt überlege ich mir das gerade. Wenn wir hier dann raus... Hier sollen sie rauskommen. Wartebereich. Bis hier. Möchte ich eigentlich die Wand bis hier ziehen jetzt. So. Da kommt dann die Tür rein. Die Sliding Door. So. Das ist jetzt auch kein Ticketing-Bereich mehr. So. Das ist auch der Security-Bereich. Zack. Der gehört jetzt dazu. Und Ticketing, würde ich sagen, geht dann bis... Wo ist Ticketing? Nimmt das hier noch mit in. So, das ist jetzt schon aufgebaut. Super. Das heißt, wir haben jetzt nur keinen Wartebereich hier gerade. Da haben wir aber Benches Indoor gerade, die hier auch stehen. So, machen wir so. Viele benutzen diese Maschinen, wie ihr seht. Praktisch. Das heißt, wir brauchen... Wie kommen die Leute hier rein? Die gehen hier oben rein. Das heißt, hier gehen sie rein. Nein. Das ist doof. Hier sollen sie reingehen. Mal gucken, ob das so mit der Warteschlange funktioniert. Aha. Sie benutzen die gar nicht. Wie frech. Okay, müssen wir anders machen. Müssen wir so ein bisschen planen, ne? So. Mal gucken, wie lange es dauert, bis der akzeptiert wird. Im Moment latschen die Leute noch komplett durch die Warteschlange durch. Das ist voll hier. So, und jetzt landet eine Maschine. Da ist sie. Die... Jetzt gucken wir, wie viel sie uns einbringt, ohne die Finanzen dazu. Die Air Ford Air Boeing 767. 2070 für Terminal Usage und Runway Usage 400. Das können wir halt, wie gesagt, erhöhen. Im Moment lassen wir es noch so, damit die Airlines auch zufrieden sind mit uns. Dass der Wartebereich hier... Eigentlich sollen die dann halt hier rein, ne? Bin noch am Überlegen, ob das mit den Sliding Doors so funktioniert und auch mit dem ID-Check auf der Höhe. Vielleicht müssen wir den ID-Check jeweils noch einen nach hinten setzen.
Objects. Einfach eingeben. ID. Geht das so? Los, baut mir das dahin. Ja, funktioniert. Ja, dann gucken wir doch mal, ob jetzt die Warteschlange verwendet wird im nächsten Flieger. Es ist alles abgefertigt. Alles ist wieder gut. Warum hier einige Personen zurückkommen und nochmal kurz... Ach, vielleicht haben sie auch Müll weggeschmissen. Ah, die rennen da wieder rein, um Müll wegzuwerfen. Das ist ja... Garbage. Können wir auch einen Baggage Claim eigentlich setzen. So. Es soll ein sauberer Flughafen sein. Und ob jetzt dieser Bereich hier so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, müssen wir mal gucken. Nee, schon wieder nicht. Ha. Das liegt an der Sliding Tür. Das liegt an diesem Sliding Doors. Okay, machen wir anders. Okay. Nicht schlimm. Alles gut. Ich glaube, ich weiß, was mein Fehler ist. So. Ich muss es ja irgendwie assignen, ne? Das ist noch so ein bisschen, da probiere ich gerade. Ist rot das Ende oder der Anfang? Also das mit der Warteschlange verstehe ich noch nicht so ganz. Das bedarf noch etwas Ordnung. Okay, das muss ich mir noch in Ruhe anschauen. Aber ich finde, wir haben hier schon einiges hingekriegt, denn der Terminalbetrieb funktioniert soweit. Unser Research ist komplett, jetzt können wir Pricing noch machen. Ach nee, wir müssen erstmal, das machen wir noch kurz. Wir stellen einen CEO ein, CFO. So, der kommt hier hin, der hat hier oben jetzt sein Büro. So, okay, dann gehen wir auf Research und wählen Pricing. Und im nächsten, in der nächsten Episode werden wir, denke ich, weitermachen. Bis dahin habe ich auch eine Lösung für die Warteschlange. Also, macht's gut, das war euer Zigerum mit Sim Airport. Bis denn, tschüss!